Das Leben ist mir in die Quere gekommen. Ich wurde älter, andere Dinge waren wichtiger. Aber so wie alles gelaufen ist, hätte ich es vielleicht versuchen sollen. Ich wollte schon immer Ranger werden. Und zu diesem Ort mit dem Geysir. Wie heißt der noch? Yellowstone. Ja, genau. Das Ding in die Luft schießen sehen. Voll cool. Ich sag dir was. Lass uns heute hier lebend rauskommen. Dann können wir beide unser Leben überdenken. Wir sollten zurückgehen. Hey du. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Ask the Squad. Waren das letzte Mal, haben wir einen kleinen Rückblick in die Familie der drei Brüder gemacht, haben den Vater kennengelernt, einen Geldeintreiber. Und dann haben wir das kleine schwarze Büchlein gefunden und sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Warst du verheiratet? Klar, mit Rins Mutter. Ich auch. Hat mich verlassen, weil ich zu viel trinke. Warte, genau, Sharon's Bar. Bist du nicht vor 15, 20 Jahren hier gewesen und hast dich als Geschäftsreisender oder sowas ausgegeben? Hey, hör zu. Lass gut sein. So klein ist die Welt. Hey, wir haben es. Schaut euch beide an. Wie Selma und Louise. Heilige Scheiße, was ist das alles? Sheriffs werden gewählt, oder? Diese Namen und Beträge. Könnt ihr Bestechungsgelder gezahlt haben? Er zahlt es, nimmt es und vermutlich noch einiges mehr. Der dreht schon seit Jahren krumme Dinger. Und er hat sogar alles aufgeschrieben. Gib mir den Sheriff. Ich weiß. Ich bin hier drin. Dante, hier Sharon. Dein kleiner Maulwurf hat dich hintergangen. Ich hab dein kleines schwarzes... Oh. Und ich faxe gern die Seiten an Kanal 10. Außer du bringst mir den Bus in den nächsten 30 Minuten. Wie lang bis das FBI kommt? Knappe Stunde. Mit warmer Zeit. Sharon, du gewinnst. Sicher, Boss? Wir können noch abwarten. Bring den verdammten Bus. Du hättest nicht kommen sollen. Es ist nicht sicher. Diese Cops, die schießen erst und fragen dann. Geht es dir gut? Ja, besser. Was ist mit dir? Du stellst dich dem nicht allein. Ich hab Angst. Ich auch. Dauert nicht mehr lange. Was, wenn uns etwas passiert, Vince? Wie lautet der Plan, wenn wir im Bus sind? Wir fahren Richtung Grenze und hoffen, dass wir nicht tanken müssen. Dass wir mal einen Roadtrip machen. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt gerade passiert. Wir müssen da durch. Und zurück zu Zoe. Du hast recht. Wir schaffen das. Ich habe über die Vereinbarung mit der Arbeit nachgedacht. Den Maulkorb. Das Schweigegeld. Ja? Wenn wir hier lebend rauskommen, weiß ich, was zu tun ist. Oh, sehr schön. Ich unterschreibe nicht. Ich ziehe diese Ärsche vor Gericht und verklage sie um das Zehnfache, was sie mir angeboten haben. Wirklich? Vince, das ist toll. Du bist nicht sauer? Wolltest du nicht mit all dem abschließen? Genau. Ich wollte damit abschließen. Das ist mir egal. Es tut nur gut, dich wieder um etwas kämpfen zu sehen. Gewinne ich, nehme ich vielleicht endlich die Flugstunden. Du meinst, wir verlassen das Land? Wir können nie wieder zurück? Vince. Werd erwachsen. Ist dir klar, dass nach Hause schon lange nicht mehr drin ist? Ich hab die letzten paar Tage auch viel nachgedacht und... Sorry, Jay. Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss dich etwas fragen. Na klar. Neulich, als du... Als ich diese Nachricht bekam und ich meinte, das bedeutet nichts. Du hast mir vertraut. Warum?
Du hast gesagt, da war nichts. Und ich glaube dir. Sollte ich das etwa nicht? Natürlich. Es ist nur... Ist das wirklich so leicht? Da war doch was. Hör zu, das Leben ist schwer genug, ohne dass ich noch unnötige Probleme schaffe. Du bist ein guter Mann. Weißt du das? Wurde mir mal gesagt. Ja, hi. Ist Jessica da? Wer ist das jetzt? Dale Holt. Nein, ich bin der Ladendieb. Ja, das bin ich. Ich hab dich schon auf dem Schnapsladen arbeiten sehen und da gibt's eine Bar in der Nähe. Du weißt schon, mit Billardtisch und so. Und ich hab mich gefragt, ob du da mal mit mir hingehen würdest. Okay, dann haben wir ein Date. Wollten die nicht gerade abhauen? Hätten die anderen nicht tatsächlich abhauen können? Oder waren nur die beiden im anderen Zimmer zum Gespräch? Okay, alle aufstehen! Na los! Hört mir gut zu. Die einzige Art, wie irgendwer heute hier rauskommt, ist mit diesem Bus. Die Geiseln am Fenster, wir im Gang. Sicher, dass das klappt? Ich bin mir mit gar nichts sicher. Aber ich weiß, wozu diese Familie fähig ist. Warum ist das Fahrgestell so niedrig? Geht auf den Weg! Bus ist drin. Ui. Wiederhole, Bus ist drin. Schaltet sie auf! Oh. Ja, schon ein Führerschein. Keine Sorge, Pa. Ich bring dich hin. Dachte, er fährt vors Haus. Ich verstehe, warum du deiner Ma von den Schulden erzählt hast. Aber jetzt macht sie sich nur Sorgen. Ich wollte nur das Richtige tun. Ich weiß, Junge. Ich glaube, da gab es kein Richtig und kein Falsch. Wenn man das Falsche tut. Eines Tages wirst du das verstehen. Weißt du, sie hat immer gedacht, sie könnte mich ändern. Sie wollte nur einen guten Mann, der sie liebt. Niemand will alleine sein. Vor allem nicht deine Ma. Tja. Wenn so eine Frau sagt, sie will dich nicht mehr sehen, dann fragst du dich, ob sie nicht recht hat. Vielleicht braucht mich die Familie nicht mehr. Na, ich kann nicht anders. Nein, ich brauch dich, Pa. Ja, vielleicht. Wollen und brauchen ist aber nicht das Gleiche. Ich wurde schon länger nicht mehr gewollt. Bieg hier ab. Das Krankenhaus ist da lang. Wir fahren nicht ins Krankenhaus. Los, bieg ab. Okay, wir fahren hin. Wie
Hast du dir deine Schulter verletzt, Pa? Du bist ein guter Junge. Ich weiß, man soll sie alle gleich lieb haben, aber Tyler ist zu sehr wie seine Mutter. Dale hingegen zu sehr wie ich. Du bist anders. Mit dir kann ich reden. Dir vertrauen. Macht ihr was Dummes? Hilf mir mal mit der Planeta. Oh, da liegt wohl jemand drinne. Die ist schwer. Was ist da drin? Ich meine, wer? Hast du sie? Jetzt zieh! Zieh weiter, na los! Tot? Jay, hör mir jetzt genau zu. Er hatte die Uhr meines Papis. Und ich wollte sie zurück. Aber dieser Penner hat sich geweigert. Er hat mich angegriffen. Und ich habe zugeschlagen. Zu fest. Er ist hingefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Ich wollte ihn nicht umbringen. Du hast ihn einfach umgebracht. Nein, es war Notwehr. Ich habe euch alle beschützt. Ich weiß, du willst nicht, aber es gibt kein Zurück. Bitte, für mich. Kommen da nicht noch mehr her, die das Geld einfordern? Er sagte, wenn ich ihm die Uhr gebe, haben wir mehr Zeit zum Bezahlen. Mit Zinsen. Diese Leute sind Haie. Sobald sie Blut riechen, verschlingen sie dich im Ganzen. Ich hätte sie ihm nie geben sollen. Das ist keine x-beliebige alte Uhr. Sie hat meinem Papi gehört. Eines Tages gehört sie dir. Schau nach, ob er sie dabei hat. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du hast sie ihr weggegeben. Na komm. Also, hol du sie zurück. Durchsuch ihn. Hab sie. Oh. Gut. Was sollen wir tun? Er ist tot. Wir können nur eins tun. Graben. Bitte, ich kann das nicht. Jay, hör mir zu. Niemand darf ihn finden. Wenn wir das nicht tun, werden seine Auftraggeber. Bitte, ich frag nicht für mich. Denk an deine Ma und deine Brüder. Ich dachte, er fragt schon, Freund. Du bist der Einzige, dem ich trauen kann. Heb die Schaufel auf. Okay, komm. Es fühlt sich sehr falsch an. Hab das nie erzählt, aber als ich halb so alt war wie du, hatten wir dieses Pferd. Ein junger Hengst. Hab ihn oft geritten. Dann eines Sommers warf er mich ab. Hat getreten und gebissen. Ich hatte Glück davon zu kommen. Am nächsten Tag bringt Papi mir sein Gewehr. Er sagt: Wenn ein Tier durchdreht, muss man es erleben. Ich rieche immer noch den Whisky an ihm, als er das Pferd ruht. Er zählt bis drei. Ich drücke den Abzug und das ist tief genug. All die Zeit habe ich ihn gehasst. Aber er hatte recht. Es musste getan werden. Das. Du warst. Du warst nur ein Kind. Du nimmst seine Arme, ich seine Füße. Er muss da ins Loch.
Reicht das wirklich? Okay, begraben wir ihn vor Sonnenaufgang. Sagt er mir, der macht gar nichts. Krebel. Das kann er selbst machen. Wir müssen ihm helfen, Pa. Mach es eben selbst. Schnell. Oh. Da ist er. Oh Gott. Jay. Oh doch, weg war er. Ui. Spannend. Ob wir den noch mal wiedersehen? Wir finden es raus. Okay. Vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit und schön, dass du dabei warst. Ich bin gespannt und ich hoffe, du auch, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bye.